Willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, aus folgendem Grund mache ich heute nochmal ein Video und zwar über den Yamaha Neos. Ein Teil ist eingetroffen und zwar für den Kickstart der Mitnehmer. Der ist schon mal angekommen, auch wenn ich so mit der Elektrik noch nicht weitergekommen bin, aber der Kickstart dürfte sich dann durchtreten lassen, ohne durchzurutschen. Auf jeden Fall, das wird wohl heute nicht das Einzigste hiermit sein. Ich denke mal, dass wir heute nochmal an den Peugeot Elysio rangehen. Ich habe mir auch noch ein Tagfahrlicht bestellt. Das hat auch eine E-Nummer, also ist geprüft, ist ein E mit E gekennzeichnet. Das würde ich allerdings heute auch nochmal ganz gerne mit dranbringen und ja, euch natürlich dazu nehmen. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst uns einfach mal anfangen. Wir nehmen jetzt erstmal uns den Yamaha vor, Deckel runter, neue Kickstart-Mitnehmer reinsetzen, zusammenbauen, zur Seite stellen, Peugeot Elysio rein. Okay, wir sehen uns sofort. Dann würde ich doch sagen, fangen wir an, nehmen wir schnell den Deckel runter und bauen das neue Teil ein. Das werde ich euch dann natürlich gleich anschließend nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Und ja, wie schön das aussieht, wenn es noch neu ist, ne? Vor allem. Ich lege mir auch die Schrauben gleich so hin, wie ich sie brauche diesmal. Dann brauche ich auch nicht suchen. Ich mache jetzt einen kleinen Ausschnitt davon, wie ich die ersten paar Schräubchen löse. Und würde sagen, danach geht es dann auch auf jeden Fall gleich weiter wieder mit dem Einbau und dass ihr einfach mal nochmal sehen könnt. Ja, aber ich denke mal, Schrauben kann jeder abmachen, also das dürfte dann nicht so schwer sein. Dann würde ich doch glatt sagen, wir sehen uns sofort wieder und dann geht's weiter. Das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen und zwar ist das Teil, das ist wieder Werbung, das kommt von Scooter Garage. Das habe ich mir dort bestellt, weil ich bin ja im Grunde ein Stammbesteller dort. Und dementsprechend, sage ich mal so, werde ich auch ein bisschen gefördert. Und das ist ja das Ersatzteil. Ich kann das auch mal ganz rausnehmen, dann brauche ich da nicht. Durch diese Folie kann man immer schlecht was sehen. Schneiden wir einfach mal auf und nehmen das Ganze mal raus. Das sind die beiden Teile, die ich jetzt verbauen werde. Das Teil kommt hier dann drauf. Also das sitzt dann hier in dieser Rinne drinne. Und ja, das machen wir jetzt natürlich dann gleich. Und dann wollte ich euch noch mal was anderes zeigen. Und zwar, da ziehe ich mir mal jetzt erstmal einen Handschuh für an. Das war ja die Feder, die ich rausgenommen hatte. Und gegen eine ja, relativ neue Feder ausgetauscht hatte. Ich denke, man kann es ganz gut sehen, dass hier oben die Abbruchstelle war. Die ist ausgetauscht, die geht auf jeden Fall in den Müll, zumindest in den Eisenmüll. Ja, dann würde ich doch sagen, dann fangen wir gleich mal damit an, so dass wir den Roller wenigstens schon mal wieder richtig vernünftig kicken können. Und darauf kommt es mir jetzt nämlich an. Dann lasst uns das Ding mal umsetzen. Und zwar nehme ich das jetzt raus, setze das Neuteil ein. Das Neuteil und die Feder oder diese Spange setze ich jetzt hier mal zusammen. Ja, und zwar der Mitnehmer muss oben sitzen und die Spange muss schräg nach unten sitzen, also Richtung Zahnrad. Gut, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das hier mal raus. Ja, das ist eben das alte Teil. Man sieht, wie schön demoliert das ist. Und würde auch gleich vielleicht mal sagen, fällt euch da was dran auf?
an diesen Teil. Also ich wusste es ja, aber vielleicht fällt euch was auf. Ihr könnt ja, falls ihr mögt oder Lust habt, mir mal schreiben, was da eventuell fehlen könnte. So, das neue Teil nehme ich jetzt, stecke es hier drauf, betätige den Kickstarter nochmal, nehme die Spange natürlich hier rüber. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit gedreht eben, so. Und ja, habe jetzt diese Feder hier drinne. Also, dann kann das auch wieder vernünftig zurücklaufen. Ich zeige euch das nochmal ein bisschen näher. Ja, ich denke mal, das kann man ganz gut sehen. Dann würde ich doch sagen, dann lasst uns das Ding jetzt wieder einbauen. Und ja, dann geht es weiter mit den Roller Nummer 2 für heute. Mal wieder dieses Jahr. Dieses Jahr kommt sehr oft. Aber ihr wisst, was ich meine. Also von daher bleibe ich relativ relaxed damit. Setzen jetzt den Deckel hier an. Einmal, zweimal, gucken mal. Ja, es hört sich doch schon super gut an. Ich nehme jetzt die mittlere Schraube hier rein, insofern ich das Loch befinde. Und ziehe erstmal, wie das letzte Mal, auch ganz leicht nur gegen. Und ja, dann kommen die nächsten Schrauben. Also wie gesagt, locker erstmal dagegen. Nehme die nächste Schraube, die hier reinkommt. Ja, die nehmen wir hier unten rein. Ich habe es mir schon extra zurechtgelegt und kommt trotzdem nochmal durcheinander. Und dann ziehen wir die jetzt hier an. Wie gesagt, nur handfest erstmal. Nicht zu dolle, dass der Deckel sich trotzdem noch mal so ein bisschen setzen kann, wenn es sein muss. Und zuletzt dann alle extrem, ja, zumindest festziehen. Ne? Nicht zu dolle, aber so, dass der Deckel erstmal fest ist dann und sich nichts drin rum bewegen kann. Würde ich doch sagen, ich mache jetzt den Rest wieder fertig und wir gucken gleich mal, wenn ich alle Schrauben drumherum habe, wie denn der Mitnehmer für den, ja, von Kickstarter ist. Jetzt ziehen wir einfach nur noch die Schrauben an und schon ist das damit erledigt und haben auch Ruhe damit. Deckel sitzt sauber schön dran und dann kommt gleich natürlich der Test, was wird er sagen. Da lassen wir uns natürlich jetzt mal überraschen, was da so mit passiert. Drücken wir mit der Hand runter. Oh ja. Ja, er tut sich noch ein bisschen schwer. Da muss ich erst mal ein bisschen einlaufen. Aber das wird schon noch. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgefettet. Aber das ist nicht so schlimm, also er wird alleine wieder hochrutschen, wenn ich das Ganze ein paar Mal durchgetreten habe. Das wollte ich jetzt doch nicht so stehen lassen, wo ihr eben vielleicht das mitbekommen habt, dass der Kickstarter so ein bisschen gehangen hat. Ich habe jetzt ein 2-3 Mal durchgetreten und schaut mal. Also es funktioniert ohne weiteres, also Sache erfolgreich erledigt. Der Elysio steht jetzt drinne, den Yamaha habe ich zur Seite gekarrt und möchte an den Elysio heute ein Tagfahrlicht einbauen oder verbauen. Und zwar ist es eh geprüft, also es ist für den Straßenverkehr zugelassen. Ich möchte das Ganze, weil dieser Roller noch auch kein Standlicht hat, also nur normal Abblendlicht und Fernlicht, möchte ich ein Tagfahrlicht eben einbauen. Es dient ja auch der Sicherheit nochmal zusätzlich. Ne? Und auf jeden Fall ist es so, ich würde das gerne hier unterbauen. Es darf ja auch nicht zu hoch, nicht zu tief sitzen,
Also wäre es hier unten genau richtig. Ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen. Und hier unten sind auf jeden Fall noch zwei Schrauben. Also das heißt, ich würde das Tagverlicht da verschrauben mit, müsste mir für die Halterung aber noch eine Halterung bauen, so dass ich hier nicht ins Kunststoff reinbohre, dass ich das jederzeit sauber abnehmen kann und zur Not auch wieder sauber anbringen kann. Und das würde ich euch jetzt gern zeigen, in welche Schritte ich da vorgehe. Und zwar ist das das Tagverlicht. Es ist eins, weil zwei brauche ich nicht. Mit eins ist es auch getan, ist voll ausreichend. Würde euch das jetzt natürlich nochmal zeigen. Und zwar sieht es so aus. Es ist unterbaubar. Hat eben hier seine LED-Reihe. Das wäre die Halterung dafür. Die wird hier oben draufgesetzt. Also ich zeige das nochmal ein bisschen besser. Die wird hier oben so draufgesetzt, wird mit der Seite verbunden, regelrecht dann. Das würde dann so aussehen. Jetzt reicht die Halterung aber nicht aus, um die Schrauben dadurch zu bekommen. Das heißt, ich nehme mir ein bisschen Aluprofil. Das wäre das hier. Das ist im Grunde eine Endleiste, ja, wenn man Laminat legt oder sowas. Habe diese Schiene eben noch übrig und würde mir jetzt hier einen breiten Streifen abschneiden, so dass ich, ist immer schlecht zu halten, so dass ich so ein breites, also dieses breite Stück in einer gewissen Länge habe, wo dann dieser Halter zuletzt drauf kommt. Also er wird drunter geschraubt, aber so, dass ich die Möglichkeit habe, wie ich schon gesagt hatte, dass ich das immer abnehmen kann und auch auf, also abschrauben kann und anschrauben kann. Sagen wir mal so. Das ist die beste Möglichkeit. Wie gesagt, das sieht dann so aus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und das Ganze möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Das heißt, ich muss hier einmal lang entweder flexen oder sägen, um ja, diesen breiten Streifen eben erstmal zu haben. Gut, machen wir weiter. Als erstes spanne ich das Ganze in den Schraubstock ein und säge jetzt diese Kante hier nach. Das sind 15 cm. Ich habe mir extra einen Strich gemacht, Wo das Ganze enden muss, und säge jetzt erstmal in der Länge nach, und dass ich dieses Stück schon mal habe, dann habe ich diesen langen Schnitt schon hinter mir und brauche es dann später nur noch einmal quer rüberschneiden. Das Ganze mache ich jetzt und ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. Die erste Hälfte habe ich davon. Man sieht vor allem die Säge gleiten lassen, niemals mit zu viel Druck drauf, also nicht runterdrücken, sondern immer frei laufen lassen. Wenn man sie nämlich dann frei laufen lässt, dann nutzt sich das Blatt auch nicht ganz so schnell ab, und weiter geht's. Jetzt habe ich meine 15 cm Menge erreicht, bin sogar einen Zentimeter drüber, so dass ich jetzt die Säge abnehmen kann und das Ganze jetzt in dieser Länge kürzen brauche nur noch. Und schon habe ich mein Stück, was ich dafür brauche, mache es natürlich auch noch sauber, gucke mir die Löcher aus dann, das werde ich noch vermessen, versenke die Schrauben für dieses Teil, also dass das Ganze auf einer Seite flach ist, die andere Seite, da darf ja ruhig minimal das Schräubchen durchgucken, aber wirklich nur minimal. Jetzt habe ich meinen Streifen und kann das Ganze weiter bearbeiten. Ich werde es
noch ein bisschen anfeilen, dass es hier nicht zu grob ist, und ja, noch ein bisschen reinigen, dass ich das Ganze dann sauber verarbeiten kann. Jetzt habe ich es eingespannt und jetzt gehe ich mit meiner Eisenfeile darüber. So, dass ich die Kanten ein bisschen abrunde und hier nichts mehr Scharfes hochguckt. Um euch das mal so ein bisschen verständlich zu machen. Ich meinte diese beiden Schrauben hier unten. Also diese hier und diese. Die beiden Schrauben möchte ich abschrauben und da meine Halterung anbringen. Das Ganze vermessen, übertragen, dass ich so ohne weiteres mein Tagverlicht da dran bauen kann. Dann heißt es natürlich noch Verkleidung abnehmen, weil ich muss ja noch an Stromkabel dran, also zumindest an Zündschloss, weil ich möchte, sobald ich das Zündschloss umlege, dass auch das Tagverlicht automatisch mit angeht. Das Vermessen von diesen beiden Schrauben, so dass ich das übernehmen kann für meine Halterung, mache ich ganz einfach, indem ich einen Messschieber benutze, den auseinanderziehe, so dass ich diese beiden Spitzen habe und hier erstmal in Einlauf setze von der Schraube und ins zweite Loch reinschiebe. So, jetzt, ich gehe jetzt mal zur Seite, jetzt habe ich dadurch mein Maß. Leuchte hier nochmal. Jetzt habe ich mein Maß, was ich brauche. Jetzt weiß ich, wo ich diese Löcher übertragen kann. Das Ganze ist relativ einfach gemacht. Ja, hier ist zwar noch ein Loch drin, aber das soll uns nicht stören. Aber es ist trotzdem relativ einfach gemacht. Ich setze das Ganze jetzt hier an und gucke, wo ich meine Löcher nehme. Also ich brauche hier ein Loch, ich brauche hier ein Loch. Das messe ich natürlich nochmal ganz genau aus, dass man dann sehen kann, okay, also hier kommen ungefähr die Löcher dann rein. Naja, ein bisschen versetzt sagen wir mal hier so. Hier kommen die Löcher rein, so dass ich mein Material damit dann durchbohre und die Schrauben auch ein bisschen vernünftig anziehen kann und das Ganze dann auch verbauen kann. Aber ich muss es, wie gesagt, immer noch mit reinigen. Das sind jetzt die Punkte, die ich brauche. Ich habe hier die Mitte genommen und brauche ich diesen Punkt und brauche diesen Punkt. Das sind meine Punkte, die ich jetzt brauche, wo ich jetzt das Loch auch durchbauen kann. Jetzt nehme ich mir einen Körner, einen Hammer, halte den Körner hier an, gebe einen Schlag drauf, drehe das Ganze, gehe wieder hier drauf. So habe ich jetzt meine beiden Punkte, wo ich das Ganze schon mal vor, also durchbohren kann oder vorbohren kann, bevor ich jetzt dann mit den nächsten hier weitergehe. Weil das Teil soll ja, das ist schön passig, das soll ja auch hier noch mit drunter verschraubt werden, ne, dass das so einigermaßen ordentlich auch aussieht. Das ist natürlich ganz klar, wir wollen es ja sauber haben. In dem Fall kommt jetzt mein Akkubohrer in den Einsatz. Jetzt halte ich hier meinen Bohrer drauf und bohre mein Loch hier durch. Denkt dran, eine Schutzbrille ist immer sinnvoll. Ja, jetzt habe ich mein Loch vorgebohrt. Jetzt kann ich das auch noch ein klein bisschen vergrößern. Und dann kommt natürlich
Ein Senkkopf kommt da rein, so dass das alles nach Möglichkeit bündig ist dann, ne, und auch zusammenpasst. Ja, Löcher sind fertig. Das ist das Endergebnis. Das Loch, wie gesagt, das stört uns nicht, das darf da drin sein. Jetzt habe ich auch mit dem Senkkopf gearbeitet, dass die Schraube so ein bisschen sich reinzieht. Minimal sicher, aber das ist schon mal mein Halter. Ich zeige euch auch gleich, wie ich die Schrauben unten drunter abbekomme. Und zwar bekomme ich die Schrauben mit diesem Teil hier runter. Das ist ein Winkel. Wenn ich jetzt hier dran drehe, schon komme ich hier dran ohne weiteres, stecke das hier auf, drücke es von unten gegen und drehe hier einfach dran. Schon kommt hier an Ecken dran, ja, wo man mit einem normalen Schraubendreher nicht dran kommen würde. Gut, vielleicht, oh, das war sie sogar schon. Schon haben wir die Schraube ab und können weitermachen. Aber was ich noch sagen wollte, hier klar, hier kann man mit einem kurzen Schraubendreher auch drunter arbeiten. Aber ich habe es mir einfacher gemacht und habe diesen Winkel genommen und das ist echt eine schnelle Sache. Jetzt kann man natürlich auch gleich gucken, passt denn dieses Teil hier auch rein? Also ich tue das jetzt erstmal hier ein Schraubenloch rein, die eine Seite. Erstmal nur um zu sehen, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Und das zweite Schraubenloch. So. Ja. Und schon sitzt es drunter. Jetzt kann ich die Halterung von dem Tagesfahrlicht drunter bauen und kann es dann bald auch festziehen. Habe ich alles angepasst. Die Löcher sind gebohrt. Jetzt kommt meine oder kommen meine Popnieten zum Einsatz. Und zwar, das ist gar nicht so einfach, alles zu halten, nehme ich die Zange, richte hier alles aus und quetsche es einfach. Eigentlich sollte der Stift sich jetzt hinten breit machen, hat er allerdings nicht. Aber wir probieren es trotzdem nochmal auf der anderen Seite. Normalerweise sollte das ausreichend sein. Vermitteln das hier wieder alles richtig und quetschen das Ganze. Normal sollte sich das Ganze hier hinten richtig schön verschließen. Es ist zwar fest, es ist ja gut fest, aber die Zange hat das Ganze nicht abgekniffen, was wir jetzt nochmal versuchen. Jetzt. Ja, manchmal braucht das alles seine Zeit. Jetzt nochmal dasselbe. Nochmal ziehen und dann eben ein bisschen drehen. Schon habe ich meine ganze Sache hier hinten vernietet und habe es auch recht schön gerade und kann das jetzt hier hinten noch etwas, ja, verbreitern sozusagen, ein bisschen platt hauen, könnte man sagen, und habe dann meine Stabilität auf jeden Fall drin. Hier vorne sieht man ja, es ist wirklich gut fest und mache das dann natürlich weiter. So, dass ich das dann auch morgen verschrauben kann. Ich kann ja zur Not, lege ich hier rechts und links noch eine Unterlegscheibe hin und dass ich wirklich mit den Rahmen oder mit dem Kunststoff nicht in Berührung komme. Dann sehen wir uns gleich nochmal und wie gesagt, morgen geht es ja weiter. Dann würde ich doch sagen, morgen geht es munter weiter. Heute haben wir schon vorgearbeitet. Morgen geht es ans Anbauen. Das heißt, direkt das Tageslicht anzubauen und eben auch das Anschließen an Zündschloss. Wie gesagt, das soll in dem Moment leuchten, wenn ich den Schlüssel drehe und ja, noch nur Strom drauf ist,
und der Roller noch aus ist. So kann man sich das einfach bauen. Es ist zugelassen und von daher setzen wir erst dann morgen unter und dann lassen wir uns mal überraschen, was das Ganze überhaupt bringt. Aber ich würde sagen, ein Like, ein Kommentar, Abo, ganz wichtig, naja, zumindest ist man der Meinung. Aber es ist ja auch was fürs Wohlbefinden. Ne? So ein Abo, wie gesagt, das kostet nichts, das tut keinen weh. Und wer mich jetzt vielleicht doch gerne mal schaut, der weiß gleich Bescheid, wenn das nächste Video steht. Okay, ich wünsche euch trotz allem einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann, tschüss.